Ein rund 100 Jahre alter Beichtstuhl wurde jetzt in der Pfarrkirche St. Georg in Hiddingsel einer neuen Bestimmung zugeführt. Die Mitarbeiterinnen des Büchereiteams hatten die Idee, außerhalb der Bücherei einen Bücherschrank einzurichten. Wir hatten die Idee, als wir in der Dülmer Zeitung gelesen haben, dass unsere Kolleginnen aus der Bücherei Rohrup in der Kirche einen Bücherschrank eingerichtet haben. Dann haben wir eine Fahrradtour dahin gemacht, haben uns das angeguckt und haben dann überlegt, ob das nicht auch was wäre hier bei uns in Hiddingsel. Haben verschiedene Dinge überlegt, draußen einen Schrank zu installieren, eine alte Telefonzelle gesponsert zu bekommen, wie auch immer. Und das war uns aber irgendwie noch nicht so gut genug. Wir hatten immer ein bisschen Sorge vor Kälte und Nässe. Bücher und Kälte und Nässe vertragen sich nicht so gut und sind dann in die Kirche gegangen, hatten hier ein Treffen mit unserem Pastor Hempelmann und haben uns umgeguckt, wo es diese Möglichkeit gibt hier in der Kirche und stießen immer auf die Problematik, dass irgendwie so ein ganz normales, schlichtes Bücherregal ein bisschen kollidierte mit der Einrichtung dieses historischen Gebäudes. Und da hatte unser Pastor die Idee, dass wir diese lang genutzten Beichtstühle, die jetzt nicht mehr genutzt werden, dass wir einen davon nehmen können und vielleicht umbauen könnten zu einem Bücherregal. Seit ein paar Wochen steht der neue Bücherschrank jetzt allen Interessierten während der Öffnungszeiten der Kirche zur Verfügung. Jetzt in der ersten Ferienwoche wurde das schon umgesetzt, das ging relativ zügig. Wir haben alles, wir haben sowohl Romane und Krimis für Erwachsene, wir haben aber auch Kinderbücher für ganz kleine und für etwas ältere schon. Vorerst eingestellt, Bücher, die wir in der Bücherei aussortiert haben oder die uns gespendet wurden. Und jetzt sehen wir aber mittlerweile, dass Bücher auch schon getauscht wurden und sich hier Bücher finden, die wir nicht eingestellt haben und dafür andere dann halt mitgenommen wurden. Anne Dürmer, Mitarbeiterin im Büchereiteam, findet die Idee gut. Ich bin meistens zu den Ausleihzeiten da. Wir verteilen das aber über das ganze Jahr, sodass man sonntags oder mittwochs einfach mal Dienst hat. Ich bin einmal im Monat mittwochs da und meistens auch einmal sonntags, manchmal zweimal. Ich lese einfach gerne und ich finde, Bücher sind ganz was Tolles und deswegen mache ich das. Mittlerweile hat sich der neue Bücherschrank herumgesprochen. Immer mehr Gemeindemitglieder kommen in die Kirche, um sich den Bücherschrank und die eingestellten Bücher anzuschauen bzw. mitzunehmen.